Moin moin und herzlich willkommen hier zurück bei unserem Let's Play im Singleplayer. Ja, also nach der letzten Folge oder vorletzten, weiß ich jetzt gar nicht mehr, auf alle Fälle, wo wir die Fast Electric Engine gecraftet haben und das nicht funktioniert habe, habe ich mich mal dran gesetzt und mal Fehler behoben. So, ja, ich bin einiges schlauer geworden und auch weniger schlauer geworden. Ich verstehe es nicht. Aber naja, auf alle Fälle, jetzt funktioniert das Rezept wieder. Und wie gesagt, es war genau das richtige Rezept, so wie ich es gehabt habe. Also nur keine Sorge, das hat gepasst. Ja, mittlerweile funktioniert auch wieder Nuclear Control. Ich habe es wieder verschoben. Das müsste jetzt irgendwo hier rumschlummern. Irgendwo zwischen den ganzen anderen Sachen. Menno. Na komm. Dynamic Elevator. Ich glaube, ich bin zu dumm, dass ich das finde. Okay. Nee. Ah, hier haben wir es. 1539 ist verschoben. Der funktioniert jetzt nun auch wieder. Man kann den Reaktor ganz normal mit einem Rechtsklick mit den Karten an. Ja, die Karten halt aktualisieren und auch in das Infobändel. Und er zeigt die Temperatur und alles an. Der Alarm löst aus. Die Temperatur wird angezeigt. Auch der Temperatursensor, der aus einer Redstone-Signal sendet, funktioniert wieder. Also, es funktioniert soweit wieder alles. Ich hoffe jetzt halt mal, noch mal schauen, ob die Maschine auch funktioniert. Ja, der Fehler lag an Industrialkraft. Ich hatte ja die neueste Version für 1.2.5, das war die 1.103. Ja, und daran lag es. Wobei dieser Nuklearkontroll auch für die 1.103 war der Transformer-Mod genauso und trotzdem hat es nicht funktioniert. Keine Ahnung, beide Mods waren für die richtige Version, nur funktioniert hat es dennoch nicht. Mit Industrialkraft habe ich schon öfters Probleme gehabt mit der neuen Version. Das einzige, was jetzt das Problem ist, dass, ihr seht es, jetzt kann man es craften. Ich habe das hier reingecheatet eigentlich, weil ich getestet habe. Wollte ich eigentlich wieder rauslöschen, habe ich aber wieder vergessen, dann machen wir es jetzt. Wobei eigentlich nur die Steam Engine gecheatet war, die habe ich von uns hier raus. Ihr könnt gerne im vorherigen Video schauen, wir hatten 11, Batterien hatten wir 2. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, das habe ich nur getan, weil ich getestet habe, ob das Rezept dann angezeigt wird. Ja. Genau, es lag an Industrialkraft. Das einzige, was jetzt der Nachteil ist, ich musste die Sounds ausschalten von Industrialkraft, weil da ein blöder Soundbug ist und das nervt extrem, weil da kommt immer so ein Brummen in den Hintergrund, egal wo man sich auf der Map befindet. Und dieses Brummen stört mich extrem, weil es ziemlich laut ist. Auch wenn jetzt die Industrial-Sounds ziemlich leise machen in den Config, ist dieser Brummen da hier ziemlich laut. Deswegen musste ich die leider abschalten. Das ist natürlich sau blöd, aber immerhin. Also, ich habe jetzt die Version 0.97 oder 1.97, nee, 0.97. Hat einfach die 97, nee, 97B heißt die, glaube ich. Drin. Ist egal, ihr werdet sie schon finden, es gibt ja nur eine mit 97. Die habe ich drin, dann habe ich den Nuclear Control auch wieder die ältere Version genommen. Die 1.01, nicht die 11, sondern die 1 darunter. Habe ich genommen, falls es jemand interessiert. Irgendjemand hat sich ja beschwert, dass das nicht funktioniert. Ich meine, ich bräuchte es sowieso nicht, aber ich dachte mir, ich gehe auf Fehlersuche. Und ja, den Transformer-Mod habe ich auch den 1 tiefer genommen. Vorher war es der 1.3-Version, jetzt habe ich die 1.1 oder was? Keine Ahnung. Ich werde das nochmal in der Videobeschreibung genau die Versionen reinschreiben, was ich geändert habe. Für die User, die es auch ändern wollen, falls jemand einen Reaktor bauen will. Ja, okay, das war eigentlich der Grund, warum ich das Video jetzt aufgenommen habe, weil ich euch das sagen wollte. Ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht, was wir jetzt machen sollten in dieser Folge.
Also nicht wundern, wenn ich hier nur planlos rumlaufe. Ich muss mir mal kurz wieder überlegen, was wir machen wollten, sollten, hätten sollen. Es müsste eigentlich schon etwas an Ometer hier sein, ja. Weil ich ja die PC, also während den Rennen und so weiter, immer im Hintergrund laufen lasse. Wir gehen erstmal schlafen. Ja, wie gesagt, jetzt weiß ich gar nicht, was wir tun könnten, sollten, würden, möchten. Ach ja, ich weiß, was ich noch tun wollte. Zwar, ich habe bemerkt. Ja, okay, jetzt wird's. Ja, doch, ihr seht es, es wird weniger anstatt mehr. In der Nacht sowieso, klaro. Und das darf nicht sein. Da haben wir ja noch eine Advanced Solarzelle. Eine lassen wir uns noch craften, automatisch natürlich. Wir haben ja unsere Crafting-Anlage. Die habe ich schon refinet Eisen vorbereitet. So, wir lassen uns eine, nee, nicht klar, bis eine Advanced Solarzelle mit unserer tollen Anlage, die wir gebaut haben, oder ich halt, und ihr zugeschaut habt, ist ja ganz egal. Da sagen wir einmal Request. So, jetzt, wenn er unten steht Request, dann macht er das. Wir können ja nochmal schnell runterschauen für die Leute, die das nicht gesehen haben, wie das ausschaut, wenn der so arbeitet. Ist ja immer wieder erstaunlich, was diese Logistik-Pipes hier leisten. Okay, jetzt ist ziemlich, ja, ihr seht, da flutschen die ganzen Items rundherum. Ist jetzt gerade nicht so viel los, weil am Anfang die ganzen Items schon heruntergekommen sind, beziehungsweise wir waren zu langsam. Nichts wird's dauern. Ihr seht schon, es wird immer noch der Maschinenblock so und schon ist sie fertig hier oben. Also das geht rucki-zucki hier mit den Logistik-Pipes. Aber es ist auch ab und zu mal gut, wenn wir das so machen mit Logistik-Pipe. So, zwei und eine bestellen wir trotzdem. Oder nee, wir bestellen gleich zwei. Zwei habe ich gesagt, so Request, okay, hat funktioniert. Und diese zwei hier schließen wir oben an unser Solarsystem an. Wir haben ja irgendwo am Dach unser Solarsystem. Ich weiß selbst nicht mehr wo, aber irgendwo. Das einzige, der eben der Industrial-Sound geht mir ab. Das Fliegen mit dem Jetpack und so weiter, aber leider, ich kann echt nichts daran ändern. Ich habe versucht, irgendwie den Bug zu beheben mit dem Sound, aber geht leider gar nicht. So, wir haben nur zwei, also machen wir das einfach so. Und zack. Hier wieder Sand rein. Halt Erde. Und schon haben wir oben 20 EU mehr. Ja, hier haben wir natürlich eine Hybrid-Solarzelle. Könnten wir uns ja auch noch craften. Ja. Mal schauen. So. Was sagt jetzt die Energie? Jetzt müsste natürlich wieder plus kommen, ja, aber auch nicht wirklich, also. Aber ich weiß, wie wir das abändern. Wir schauen erstmal, nee. Wir besorgen uns mal eine Redstone Pipe. So, ich habe gesagt eigentlich eine, aber naja, wenn es halt 8 sind. Ah, ich sehe, hier hätten wir gehabt. Ach, Mensch. Na, was soll's, jetzt kann ich es eh nicht mehr ändern. Die brauchen wir, dann brauchen wir noch ein Not Gate, dann müssen wir noch eins rumschlummern haben, glaube ich. Not Gate. Inverter, ja, ist ja dasselbe. Und wir brauchen noch diese Alloys. Da machen wir gleich noch welche. Ich glaube so, ne? Ja, 12 Stück. Weil wir werden das jetzt eben unten so machen, dass der das automatisch abschaltet, sobald genügend Lava vorhanden ist. Weil halt der Schalter, das ist blöd. Und ich sehe noch was Blödes, wir brauchen hier ein Cover, weil sonst schaltet uns die Pipe um. Und das ist natürlich auch blöd, wenn die umschalten würde. Das heißt, wir besorgen uns Covers oder so heißt Whips oder wie die heißen, na, keine Ahnung. Dann nehmen wir die aus Stein. So, haben wir keine. Doch, wir müssten haben. Die haben wir. Dann nehmen wir einfach mal alle mit. Ist ja egal, nehmen wir halt die Covers. Drei.
Und dann gleich mal hier aufstellen. So eins. Eigentlich, nee, das geht ja gar nicht. So, dann dachte ich mir, dass wir die da oben einbauen. Das dann einfach hier schön rund. Ach nee, das geht ja gar nicht. Das geht nicht, das geht nicht. Wisst ihr warum? Weil das so nicht funktioniert. So. Erstens packt das hier eh rum. Ihr wisst wahrscheinlich, warum das nicht geht, oder? Weil es ja darum geht, dass er dankvoll sein sollte und nicht die beiden. Wie können wir... Ja, wir haben hier keine... Doch, wir könnten das so machen. Indem wir... Weg da. Die braucht ja keiner. So. Die beiden wieder hier austauschen. So, dann können wir dich wieder einschalten, damit du... Und... Kann man die... Die kann man gar nicht umschalten hier. Ja, die Fackel wollte ich jetzt nicht abbauen, da Mensch, was ist los hier mit euch? So, aber jetzt, ne? Okay, jetzt produziert die wieder. Und wir bauen die... Ne, darauf dürfen sie jetzt ja auch nicht bauen. Doch. Einfach hier hin. Und zeigen hier den Ausgang oben, aber ich glaube, das funktioniert sowieso nicht. Naja, eigentlich müsste es ja fast funktionieren. Es ist halt nur die Frage, wie bekommen wir das Signal jetzt hier rüber? Ja, man könnte hier eine Weltreise machen. Ich denke mal, das werden wir auch machen. So, so. Und hier dann... Das Not geht hin. Ich hoffe, das funktioniert ja. So müsste es eigentlich funktionieren. Eigentlich ja. Hier haben wir noch 45. Da müssen wir halt das so machen, dass wir ab und zu mal vorbeischauen, ob das hier voll ist oder nicht. Aber auch jetzt kommt wieder hier Lava. Ja, eigentlich müsste er, wenn die dankvoll sind, die Lava ja hier reinpumpen. Frage ist, ob er das voll pumpt. Wirklich voll. So, den können wir eigentlich abschalten. Der steht richtig, ja. Gut. Strips haben wir keine mehr. Na, dann hoffen wir mal, dass das funktioniert. Ich werde es natürlich offline nochmal genau beobachten. Weil diese Fast, die braucht ja fast 50 EU. Also jede Menge EU braucht die. Ruhe hier, ne? So, dann legen wir das wieder alles weg. Die Covers können wir aber gleich hier reinlegen, weil die brauchen wir eh nicht. Eisen hier. Wow. Haben wir eigentlich hier unten auch refinet Eisen drin? Doch, haben wir drin. Gut, dann machen wir noch etwas. Und zwar, hier nehmen wir einfach zwei Stacks raus. Schmeißen die hier in die Öfen rein. Einmal hier. Einmal hier und einmal hier. So, die werden eh automatisch raus. Geschmissen durch das Extraktor-Modul und natürlich einsortieren. Das passt, das sagt ja... Ach ja, das wollte ich gerade sagen, was sagen die EU-Meter? Die werden ja auch automatisch entladen. Da brauchen wir nicht drauf gehen. Die Solarzellen sind auch schon hier. Hier noch die Pipes rein. Die Solarzellen tun wir wieder hier rein einfach. Schalter brauchen wir auch nicht mehr. Die Erde können wir auch hier reinhauen. So. Ja, das war dann eher eine langweilige Folge, aber damit wisst ihr wenigstens, wie ihr es schafft, dass okay, alles leer ist.
Nee, damit ihr wenigstens wisst, wie ihr schafft, dass Nuklearkontrolle und so weiter wieder funktionieren. Das schaut ziemlich spitze aus. Ach, auch hier müssen wir bald mal eine Leitung heimlegen und so weiter. Jede Menge Arbeit wartet noch auf uns. Ich weiß ja gar nicht, wie ich das in den ganzen Folgen unterbekomme. Bist du ausgebrochen? Ja. Wieso ist hier nochmal eine Kuhherrin? Wie kommen die da raus? Oder sterben die, wenn man sie zu oft melkt? Ja, das ist eine gute Frage, ne? Okay. Ja, egal, wir gehen hier rauf. Und dann sage ich euch von hier oben, ciao und bis zum nächsten Mal.